Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Also heute zeige ich euch mal 15 Sachen, die du schon immer falsch machst. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der ersten Sache. Leute, hört auf, solche Kisten zu nutzen, sondern dann nutzt Fässer, Leute. Ja, Leute, hört auf, gehen zu nutzen, nutzt Fässer, ja. Weil Fässer sind nämlich viel, viel günstiger zu craften. Weil, Leute, für eine Kiste braucht ihr nämlich 8 Holzbretter. Für ein Fass, Leute, braucht ihr nämlich nur 6 Holzbretter und 2 Stufen. Ja, und das ist dann manchmal günstiger. Und, Leute, könnt ihr sogar auf dem Fässer noch einen Block oben drauf machen. Das heißt, ihr könnt den Fässer immer noch weiterhin nutzen. Was ihr halt eben, Leute, bei Kisten nicht machen könnt. Aber, Leute, ein Vorteil, die ihr halt noch mehr Kisten habt, und zwar könnt ihr nämlich kombinieren. Dann habt ihr nämlich ja einen größeren, ja, Lagerbereich. Aber, Leute, sind doch mal ehrlich. Fässer sehen auch wirklich viel, viel cooler aus als Kisten. Leute, hört auf, eure Holzsachen alle wegzuschmeißen. Weil, Leute, ihr könnt nämlich diese einfach noch als Brennstoff nutzen, dafür einen Ofen, ja? Und dadurch, Leute, müsst ihr nicht sofort Holz farmen oder so. Ihr könnt auch noch eure alten Holzschuss nutzen, um zum Beispiel noch euch Essen zu machen oder ein paar Ressourcen noch einzuschmelzen. Nehmt niemals einen Baumstamm, wenn ihr ihn mal schmelzen wollt. Weil wer das macht, ist nämlich wirklich dumm. Macht doch dann lieber stattdessen aus den Baumstamm lieber 4 Eichenholzbretter, Leute, ja? Weil da könnt ihr nämlich 4-mal so viel braten wie mit einem Baumstamm. Hört auf, Stufen an deiner Werkbank zu machen. Weil, Leute, das ist nämlich viel zu teuer und ihr bekommt auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Treppen oder Stufen, die ihr immer haben wollt. Nutzt dann wirklich lieber eine Steinsäge, Leute. Denn für eine Steinsäge ist er viel, viel günstiger. Wir bekommen eine Treppe für nur einen Bruchstein, Leute. Und das ist wirklich viel, viel günstiger, als wenn ihr euch für 6 Bruchsteine ja 4 Treppen macht. Leute, wenn ihr eine Farm baut, baut diese bitte nicht so. Baut diese dann lieber so, Leute, ja, weil sie ist viel, viel wassersparender, Leute, ja. Und ihr könnt damit sogar 9x9 Felder mit einem Wasserblock in der Mitte, ja, bewässern. Ihr könnt sogar das Wasser, Leute, sogar mit anderen Blocken abgreifen, wie zum Beispiel mit Stein, Leute, ja. Das macht was überhaupt nichts aus. Das Wasser geht trotzdem durch den Stein, durch den Bewässer, das weitere Feld. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber an die, die gerne Farmen bauen, baut diese lieber so. Leute, hört auf, euer Essen in einem Ofen zu braten. Weil, Leute, ihr könnt mich immer nur eins machen, und ihr verbraucht dafür halt auch noch Kohle oder irgendeinen anderen Brennstoff. Nutzt stattdessen lieber ein Lagerfeuer. Weil, Leute, ihr könnt dort nämlich 4 auf einmal braten, Leute, ja, und ihr verbraucht dafür auch keinen Brennstoff. Den einzigen Brennstoff, Leute, den ihr verbraucht, ist dann zu einem beim Craften, Leute, und so halt müsst ihr nur einmal Kohle reinmachen, ja. Aber, Leute, dafür, ja, brennt euer Lagerfeuer ja durchgehend. Gut, beziehungsweise es brennt so lange, bis ihr es aus Versehen irgendwie ausmacht. Leute, ihr kennt das, wollt ein paar Wildschweine zu euch transportieren, Leute. Ja, aber mit dem Boot und mit dem Minecart dauert das viel zu lang. Das ist auch ein riesiger Aufwand. Das Ganze geht viel einfacher, Leute. Und so macht nämlich einfach immer rechtsklick auf die Wildschweine, dass ihr das Menü öffnen tut, Leute. Ja, und wir sehen, die Wildschweine, die werden euch immer ja, folgen. Es dauert zwar auch ein bisschen, Leute, aber noch lange nicht so stressig, wie wenn ihr das, ja, mit Boots oder Minecart macht. Vor allem Boots, Digga. Ihr wollt bunte Wolle haben, Leute. Hört auf, diese im Crafting-Table zu machen. Da wird mir ja schlecht von. Sonders, Leute, geht hin, färbt das Schaf einfach, ja, die Farbe, die ihr einfach haben wollt. Und das dann ganz einfach scheren, Leute. Und schon habt ihr, ja, die Wolle, die ihr haben wollt. Und vor allem das Gute ist, Leute, ihr habt davon unendlich viel Wolle. Denn sobald das Schaf wieder was essen wird, Leute, habt ihr schon wieder, ja, zum Beispiel die blaue Wolle. Das heißt, Leute, ihr habt dann unendlich von der farbigen Wolle, die ihr immer haben wollt, ja. Und da kann sich ja mal eine Schaffarm vielleicht auch mal ein bisschen lohnen. Ihr seid auf der Suche nach Diamanten oder nach dem Enderportal, dann ist das ja genau das Richtige für euch, Leute. Unser nutzt einfach X-Ray. Und so, Leute, ihr müsst einfach einen Komposter in den Boden stellen, dann müsst ihr euch in den Komposter reinstellen. Dann einen Kolben für euch setzen, Leute, und dann Kolben kannst du einfach auslösen. Wir sehen, tut schon, habt da noch X-Ray. Und da, Leute, könnt ihr schon mal extrem viel Zeit sparen. Ihr wollt eine Vielzahl an Eisen zum Beispiel schmelzen. Hört auf, einzelne Kohle zu nehmen. Macht euch aus der einzelnen Kohle, Leute, lieber einen Kohleblock, ja, und nutzt diesen einfach dann dafür. Weil, Leute, mit einem Kohleblock könnt ihr bis zu 80 Blöcke schmelzen und mit 9 Kohle könnt ihr nur 72 Blöcke schmelzen. Ey, was soll denn das hier, Digga? Wenn ihr in einen Wüstentempel geht, Leute, und aus Versehen auf die Druckplatte fällt, hört auf, einfach panisch zu sein, ja, weil ihr geht da so drauf. Baut einfach stattdessen, Leute, die Druckplatte ab, Leute, und place einmal Wasser hin, ja, weil dann passiert euch gar nichts und die restlichen TNT-Blöcke werden auch nicht ausgelöst. Ihr wisst, Leute, wenn im Endseite der Kürbis eigentlich so gut wie euer einzigster Retter. Aber, Leute, natürlich nervt halt dieses Lichtfeld vom Kürbis, ey. Und um das zu gehen, Leute, drückt einfach den F5-Button, Leute, dann könnt ihr so spielen. Oder drückt einfach F1, Leute, dann seht ihr ja dieses komische Kürbis-Sichtfeld auch nicht mehr. Und wenn wir gleich dann schon im End sind, Leute, ihr kennt es doch sicherlich, ihr seid im End, aber habt einfach keine Pfeile dabei. Tötet dazu einfach ein paar Endermans, Leute, und tut euch dann einfach ganz einfach mit den
Enderperlen zu den Kristallen hin teleportieren, Leute. Ihr seht, dass diese Kristalle mehr kaputt gehen. Und Leute, viel Schaden macht das auch nicht bei TP und Day, Leute. Und wie ihr sehen könnt, es kommt kaum etwas an Schaden. Und Leute, ich finde das viel, viel einfacher, als mit Fallen Boden das ganze Ding abzuschießen, Leute. Und ich glaube, so werde ich jetzt auch mal machen. Ihr müsst halt nur treffen mit der Enderperle. Das ist halt eine Voraussetzung. Die kennen es, Leute. Seid gerade so am Bridgen, ja. Haltet euren Finger auf die Shift auf einmal lässt er einem aus Versehen los, Leute. Ja, und schon, ja, war es das mit euch. Geht hier so, Leute, einfach in die Einstellung, ja, und macht das Schleichen auf umschalten. Weil dann, Leute, müsst ihr mich nur einmal Shift reindrücken, Leute, und ja, könnt ihr einfach ganz entspannt laufen. Könnt ihr sogar theoretisch noch eure Pizza da also noch essen. Leute, wenn ihr in einem Block in euer Hopper haben wollt, dann müsst ihr nicht ständig nach dem suchen. Geht nämlich einfach hin, Leute, macht auf eurem Block einer mit dem Mausrad einfach mal einen Klick, Leute, und schon habt ihr ihn instant in euren Inventar. Das Ganze, Leute, funktioniert auch im Survival-Modus, wenn ihr eben die Blöcke habt, die ihr im Inventar schon habt. Und ja, Leute, das waren 15 Sachen, die ihr immer falsch macht. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, was macht ihr davon falsch oder macht ihr davon gar nichts falsch? Macht ihr alles weit richtig? Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du euch nur gerne kostenlos ein Abo lassen. Kann natürlich Glocke lassen, kann man da ein bisschen was verpassen. Ich hoffe, es wird mal ein Like, Frauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.